viele Übel der heutigen kapitalistischen und kommunistischen Gesellschaften wären durch die Garantie eines jährlichen Mindesteinkommens zu beseitigen. Diesem Vorschlag liegt die Überzeugung zugrunde, dass jeder Mensch, gleichgültig, ob er arbeitet oder nicht, das bedingungslose Recht hat, nicht zu hungern und nicht obdachlos zu sein. Er soll nicht mehr erhalten, als zum Leben nötig ist, aber auch nicht weniger. Dieses Recht scheint uns heute eine neue Auffassung auszudrücken. Doch in Wirklichkeit handelt es sich um eine sehr alte Norm, die sowohl in der christlichen Lehre verankert ist, als auch in vielen Stämmen praktiziert wird. Dass der Mensch das uneingeschränkte Recht zu leben hat, ob er seine Pflicht gegenüber der Gesellschaft erfüllt oder nicht. Es ist ein Recht, dass wir unsere Haustieren, nicht aber unseren Mitmenschen zugestehen. Ich habe diesen Vorschlag bereits in The Sane Society 1955a gemacht. 1965 wurde zum gleichen Thema ein Symposium veranstaltet. Durch ein solches Gesetz würde die persönliche Freiheit immens erweitert. Kein Mensch, der von einem anderen wirtschaftlich abhängig ist, beispielsweise von den Eltern, dem Ehemann, dem Chef, wäre weiterhin gezwungen, sich aus Angst vor dem Verhungern erpressen zu lassen. Begabte Menschen, die sich auf einen neuen Lebensstil vorbereiten wollen, hätten dazu Gelegenheit, wenn sie bereit sind, eine Zeit lang ein Leben in Armut auf sich zu nehmen. Die modernen Sozialstaaten haben diesen Grundsatz beinahe akzeptiert, das heißt nicht wirklich. Die Betroffenen werden nach wie vor von einer Bürokratie verwaltet, kontrolliert und gedemütigt. Ein garantiertes Einkommen würde bedeuten, dass niemand einen Bedürftigkeitsnachweis zu erbringen braucht, um ein bescheidenes Zimmer und ein Minimum an Nahrung zu erhalten. Es wäre daher auch keine Bürokratie zur Verwaltung eines Wohlfahrtsprogramms mit ihrer typischen Verschwendung und Missachtung der Menschenwürde vonnöten. Das garantierte jährliche Mindesteinkommen bedeutete echte Freiheit und Unabhängigkeit. Deshalb ist es für jedes auf Ausbeutung und Herrschaft basierende System, insbesondere die verschiedenen Formen von Diktatur, unannehmbar. Es ist charakteristisch für das sowjetische System, dass Vorschläge für die Einführung des Nulltarifs, beispielsweise im öffentlichen Verkehr oder für die Abgabe von Milch, stets schon im Keime erstickt wurden. Die kostenlose Krankenversorgung bildet eine Ausnahme, aber nur scheinbar, denn auch sie ist an eine Bedingung, das Kranksein, geknüpft. Wenn man sich die Kosten vor Augen hält, die eine weit verzweigte Sozialhilfe-Bürokratie heute verursacht und dazu die Kosten der Behandlung physischer und insbesondere psychosomatischer Krankheiten sowie der Bekämpfung der Kriminalität und der Drogenabhängigkeit rechnet, so ergibt sich vermutlich, dass die Kosten für jene Person, die ein jährliches Mindesteinkommen in Anspruch nehmen wollen, geringer wären als die Ausgaben für unsere gegenwärtige Wohlfahrt. Dieser Gedanke wird all jenen undurchführbar oder gefährlich erscheinen, die überzeugt sind, dass Menschen von Natur aus faul sind. Dieses Klischee hat jedoch keine faktischen Grundlagen. Es ist einfach ein Schlagwort, das zur Rationalisierung der Weigerung dient, auf das Bewusstsein der Macht über die Schwachen und Hilflosen zu verzichten. Erich Fromm aus Haben oder Sein, Seite 231.